Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir waren in der letzten Folge hier im Norden bei dem grünen Bereich und haben da mal eine kleine Falltür ausgegraben, wo wir dann drin unter anderem die Feuerwehraxt gefunden haben. Und wir haben jetzt eine Keycard. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass wir dann in der heutigen Folge wahrscheinlich einfach mal zu dem anderen grünen Punkt hier in der Nähe gehen, weil da, genau direkt da vorne, weil da nämlich das Grab war. Und das würde ich dann ganz gerne auch mal ausheben und mal schauen, was da so drin ist. Und da komme ich jetzt nicht ran. Verdammt, habe ich ein bisschen hochgeschossen. Komme ich da so ran? Dann kann ich das nämlich direkt aufsammeln. Ah, gibt wahrscheinlich ein bisschen Schaden. Was ging? Au. So, genau, da will ich gleich einfach mal hinlaufen. Er kriegt es wieder hin, perfekt, trotz Eis. Sehr nice. Ja, es müsste eigentlich Eisfischen geben oder sowas. Einfach so ein Loch ausnehmen. Aber das kann ich nicht wegnehmen, ne? Ach, verdammter Mist. Doch, kann ich ja. Warte mal nachladen. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwo liegt. Doch, da. Nee, ist ein Stock. Der liegt auf der anderen Seite wahrscheinlich. Zur Not können wir uns die auch drucken. Das geht auch. Das geht auch. Aber wir haben ja eh noch ein paar. So, ich mache das ganze Holz mal gerade hier rein. Da können wir nämlich hier nochmal ein bisschen am Boden bauen. Da ist halt die Frage, wollen wir hier unten auch Fenster reinmachen oder wollen wir das Ding dicht lassen? Da bin ich gerade am Überlegen, ob das Sinn macht, Fenster. So, wegen Keller und so und den Leichen, die will man da vielleicht nicht von außen sehen. Ah, aber ich denke, das werden wir trotzdem machen. Machen wir trotzdem. So. Ja, das ist auch schon mal fast durch. Durch. Nee, machen wir nicht. Nee, wieso machst du das? Was soll das? Das möchte ich nicht. So. Ja, ja, das Riesenprojekt Haus. Das Riesenprojekt Haus. Okay, ich dachte gerade kurz, ich hätte es doch wieder falsch platziert. Ich dachte, es wäre doch längs. Der hat auch seinen Spaß hier. Baden im Holz. Was will man mehr? Ja, Lagerfeuer müssen wir mal gucken. Hä? Achso. Die waren falsch. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was von Kelvin. Ich gehe mal schnell speichern und dann machen wir uns aber auf die Socken, würde ich sagen. Und bauen im Anschluss. Hä? Okay, im Anschluss noch ein bisschen weiter. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ein Vogel im Haus, ja, natürlich. Wie dem auch sei, wir müssen in die Richtung. Hä? Ist die da unten irgendwo? Auf der Minimap sollte die hier sein. Ich glaube, die ist da runtergefallen. Macht ein bisschen Tauchgang. So, genau in die Richtung müssen wir. Dann gehen wir gleich mal, machen wir gleich mal ein Unboxing beim Grab. Habe ich eigentlich was auf der 7 liegen? Nein. Dann ist die 7 jetzt für die Schaufel vorgesehen. Geht das auch? Ja, okay. Es ist halt nicht gerade wirklich gut. Ist auch zu erwarten. Ah, damit kann man auch mal ein bisschen zuhauen. Wir sind auf die 12 mit der Schaufel. Oh, die hat aber auch echt einen Schaden da drin, oder? Nee. Nee, das ist so ein... Wofür ist das eigentlich? Wofür ist das da? Hä?
Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier reingehen. Dann war das Grab noch ein bisschen weiter. Warte mal, was sagt denn die Map? Ach ja, natürlich. Hier waren wir aber drin, ne, meine ich, oder? Oder nicht? Nicht. Hallo? Junge! Ach so, natürlich. Klar. Ja, ja, klar. Dann können wir die Keycard benutzen hier. Ich habe tatsächlich im, im Stream habe ich tatsächlich gehört, dass, in ein, oder hinter ein so einer Tür tatsächlich irgendwas Mutantenartiges sich bewegt hat. Deswegen müssen wir da jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn das überhaupt geht mit der. Gucken wir mal. Nice, das Ding ist offen. Was? Okay. Das sieht ja voll einladend aus. Noch. Noch. Aber irgendwas habe ich da gehört. Hä? Bitte was? Bitte was? Babys. Okay, das hier war gerade irgendwie gruselig. Ich dachte jetzt, wir hätten... Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug. Ja, das ist, glaube ich, ein Bug, weil nämlich oben Winter ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich dachte jetzt schon, wir haben jetzt irgendwelche Einbildungen. Das ist aber nicht so geil an da. Okay. Ist halt schon creepy, wenn das auf einmal so abstirbt. Gefühlt. So, fette Generatoren am Start. Hätte ich auch gern für Strom. Das wäre halt auch noch mega. Du bist doch tot, oder? Kann ich mich hier nicht bedienen, so? Ist das nicht? Okay. Was? Was? Nice. Mega nice. Ich habe eine Armbrust. Geheil. Geheil. Da brauche ich aber wahrscheinlich spezielle Pfeile für. Was habe ich denn auf der 6? Auf der 6 haben wir nichts. Da haben wir jetzt die Armbrust. Müsst ihr euch merken. Wenn ich nämlich mal im Kampf bin und ich euch frage, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben, damit ich das dann im Kampf lesen kann. Weil ich habe nämlich eine Zeitmaschine. Und dann kann ich das rückwirkend und so. Okay. Das macht mir aber ehrlich gesagt noch ein bisschen gerade Sorge. Das war der, ne? Das war der Kerl. Das macht mir ein bisschen Sorge. Weil hier ziemlich Blutspende ist. Und hier sind überall so Geräusche. Was ist denn mit dem passiert? Hä? 6. Was mich hier gerade ein bisschen fertig macht, ehrlich gesagt. Weil ich nicht weiß, was kommt. Kommt. Das macht halt alles voll viele Geräusche. Alter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah! Oh Gott. Du bist es nur. Oh. Ah. Ah. Mann, mach mich doch nicht so fertig. Wie funktioniert das? Achso. Oh, das Ding muss auch gekurbelt werden. Okay. Cool, 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 cool. Ach Mann, jetzt mach doch nie sowas. Wo ist denn hier der gelandet? Aber was mich gerade interessieren würde, steht da auch ein Wert dran?
Okay, das war aber echt fies mit der Tür gerade. Ich wusste nicht, was auf uns zukommt. Oh, geil. 4 Pfeile und er ist tot. Hat er mich erwischt? Warum habe ich denn, Dingens einen, verloren? Eine Rüstung. Das wäre auch echt hart gewesen, wenn da was Neues gewesen wäre. So. Da ist er gelandet. Nice. Gut, ich wollte mal gerade gucken nach der Statistik hier. Da steht nichts. Okay. Unheim... Hä? Hä? Achso, okay. Das, die heißt dann einfach nur unheimlich. Oh, shit. Holy Macaroli. Das wird ja ein Spaß. Was? Achso, ja, warte mal. Ich fast schon wieder vergessen. Jo, ich mach mal auf die 5 die Taschenlampe, nicht? Apropos Taschenlampe. Laservisier? Nee. 5. Und 1. Hallo? Sieht mir aber ehrlich gesagt jetzt nicht so aus, das kommt hier noch viel. Ich hoffe, ich habe recht. Also, was zumindest Gegner betrifft. Ah, da geht's aber rum. Da geht's rum. Rum, 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 rum. Ja, rum. Oh nein, oder? Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich weiß auch nicht, ob ich unbedingt weiter will. Aber ich muss. Alles für den Content. Ich kann halt auch nichts machen hier, ne? Wenn irgendwas mit uns baden geht, dann gehen wir nicht mehr baden. Es macht mich ein wenig fertig hier. Wo kommen wir hier hin? Das war oben so einladend, aber hier unten nicht. Hallo? Ach du Scheiße. Axt raus. Aber ein noch eine VIP-Keycard? Okay. Machen wir weg. Machen wir weg, machen wir weg, machen wir weg. Geiles Hintergrundbild, by the way. Wild Story, Plane Crash Survivor Climbs for Cortical Company Experimented on Mutated Humans. Also bezieht sich auf die, die erste Story, also sprich wilde Geschichte, Überlebender von einem Flugzeugabsturz, was heißt Claims? Berichtet, kann man das so sagen? Über Experimente an menschlichen Mutierten. Ansonsten haben wir hier One More of Artifact 2. I think they are related to the Cube. Also ein weiteres Artefakt vom Typen 2. Und sind die irgendwie bezogen auf den Würfel? Also ob es da irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Okay, also wir haben ja nochmal ein dickes Story-Ding gefunden, glaube ich. Hä, hey, warte mal, Schrotflintenaufsatz, okay. Ich hoffe nur, dass ich keine übersehen habe. Ich will, also Schrotflinte würde ich jetzt nicht nein sagen, du.
Da will ich mich wohlfühlen. Wohler. Aber dann brauche ich hier die VIP-Karte. Denke ich mal. Ja, ist drin. Oh. Okay, das sieht ja mal mega nice aus. Ich bin mal so frei. Hey, da kann ich doch hier bleiben. Chill ich einfach hier, bis wir mal mich abholen kommen. Oh, ein Kleid. Da haben wir doch das Richtige gefunden für Kelvin natürlich. Kelvin. Kann ich den Baum hier fällen? Ich muss das jetzt erstmal gerade just for fun, wirklich. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ah! Geh weg! Was bist du? Bist du ein... Oh, au, au, au. Leckst mich doch am Psycheli. Wer seid ihr? Sind das die, die besuchen? Ach du Heilige, das ist glaube ich ein... Oh, oh, ja, oh, ja. Das ist ein Bosskampf. Ich hab Problem hier. Ich brauche Armbrust. Oh, scheiße. Ich habe auch nicht wirklich, ehrlich gesagt, damit gerechnet jetzt. Und auch nicht wirklich viel Ausdauer. Oh, oh, oh. Das ist eigentlich ganz gut, wenn die... geh weg! Wenn die sich gegenseitig angreifen. Alter. Mal essen, hä? Alter. Okay, aber ich merke halt schon, die müssen auf jeden Fall noch... nochmal die Musik nachziehen. Okay, der eine ist... Nee, ist er noch nicht. Verdammter Mist. Scheiße. Oh, Mann. Nice. Das war ein schöner Headshot. Oh, shit. Warte mal, warte mal. Bleib mal da stehen, bitte. Genau, bleib mal. Das ist sehr brav von dir. Ich brauche nämlich ganz kurz mal gerade hier. Oh, was? Sind aber auf jeden Fall noch nicht so lange dabei, ne? Aber voll geil, so als Bosskampf. So ein... Verdammt, ey, die haut richtig rein, wenn die dich noch trifft. Boah, leck mich doch, wieso triffst du mich denn? Ich nutze mir jetzt den Tisch so ein bisschen. Boah, ist sie schnell. Nice, jetzt haben wir sie. Hasta la vista, baby. Ich hätte jetzt gerne bitte 18 Rüstungen heraus. Aber es lief ja echt gut, also... Ich glaube, so eine, die Musik, die wir gerade am Anfang hatten, von diesem Kampf, die hat mich, glaube ich, ein bisschen mehr fertig gemacht. Jetzt ein bisschen mehr nervös. Ja, ich weiß nicht, ob das die sind. Einfach mal ein paar Screenshots hier machen. Sieht schon cool aus irgendwie. So ein schicker Anzug und trotzdem schon ein Mutant. Ich hole wieder meine digitale Kamera raus. Oh, zieh ich jetzt erst. Edward Pufton. Barbara Pufton. Hank, we have wasted another full afternoon and still have been unable to find any trace of the golf ball. Also wir haben einen weiteren kompletten Abend damit vergeudet und haben immer noch nicht die oder noch keine Spur von den Golfbällen. Das ist komplett unakzeptabel. Not getting a response to any of these emails is extremely unprofessional. Darüber hinaus, dass wir keine Antwort auf irgendeine E-Mail bekommen, ist extrem unprofessionell. Genau, wir sind nicht da, also ich oder mein Bruder sind damit unglücklich, wie wir behandelt werden. Barbara Pufton hatten wir, glaube ich, schon, ne?
Okay, dann will ich aber jetzt hier eine Belohnung für diesen absolut krassen Kampf. Ja, wobei, aber die haben halt schon echt reingezwiebelt, ne? Also, nicht ohne. Aber ich finde das mega geil hier. Sofern die halt nicht respawnen. Respawnen. Die gebe ich mir auch mal gerade. So. Voll geil. Was ist das? Achso, hier von der, von den Dosen. Extreme Energy. F-I-Z. Das erinnert mich extrem stark an diese Buzz-Cola von Simpsons Hit and Run damals. Und darüber hinaus ist das ja auch eine Anspielung an eine andere Cola. Aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ich habe das mal gegoogelt. Ich lasse die Box laufen. Ich finde das ganz cool. Speckstück. Ah, hätte ich direkt mal essen sollen. Aber ich habe jetzt ein paar. Die verderben aber auch nicht. Ist das, wie heißt das? Wagyu, ne? Wagyu Steak? So ein kleines Stück. So gehoben. Könnte sein. Ein richtig geiles Stück Fleisch hier, ne? Ansonsten sind wir hier durch. Ich guck mal hier am Rande, ob wir hier weiterkommen irgendwie. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, es geht weiter. Ach du Kacke. Heilige Makrele, heilige Makrele, heilige Makrele. Sobald wir wieder stehen, werde ich mal so ein Zelt aufbauen, dass wir da mal speichern. Ich habe gerade auch überlegt, ob ich erstmal zurückschwimme, aber scheiß mal drauf. Ich hoffe, das ist keine Fehlentscheidung. Okay. So, soweit ich das mitbekommen habe, sind wir sicher, wenn wir in der Animation stecken. Boah, krass, die haut rein. Boah, Junge, Junge. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ah, okay. Das hört sich irgendwie stimmen, oder? Das ist echt komisch. Und deswegen will ich jetzt doppelt speichern. Scheiße. Ja, mach jetzt einfach irgendwo hin. Das hört sich ganz komisch an. Speicher auf jeden Fall mal schnell. So, ist gespeichert. Können wir das Ding eigentlich wieder abreißen? Ah ja, habe ich bekommen, okay. So, ich bin auch froh, dass wir die Taschen nochmal am Start haben. Jetzt ist halt die Frage, geht es jetzt noch übel zweit so? Weil die Entwickler auf jeden Fall Bescheid wissen, wie gut wir hier durchgekommen sind. Ich gehe mal stark davon aus, weil wir halt die Armbrustfeuer bekommen haben. Deswegen glaube ich nicht. Ja, wobei, das sieht aus, als wäre hier der Ausgang. Das ist hier wieder so ein Sprung, damit man von der anderen Seite nicht reinkommt und die Batterie ist auch bald leer. Dann halte ich mich mal ran. Wir haben zwar welche dabei, aber dann brauchen wir die noch nicht. Das sieht extrem nach einem Ausgang aus und jetzt auch schon wieder nicht. Ich halte mich mal ran. Ich will aber auch nichts übersehen. Hier sind halt auch so viele Ecken. Scheiß drauf, dann holen wir einfach die neuen Batterien dann. Es wäre mies, wenn die ausgeht, genau bevor ich irgendwas sehe. Irgendwas Mieses. Geil. Wir sind wieder raus. Okay, das waren, glaube ich, die Paftens. Dann haben wir alle gefunden. Ja, du mich auch. Du mich auch. Wo sind wir denn überhaupt? Oh Gott. Boah, das ist da, ne? Genau. Ja, ja, lass mich Ruhe. Ich gehe jetzt heim. Du kannst nach Hause gehen. Ich gehe jetzt heim. Ich erspare euch das mal gerade hier im Dunkeln.
Ich sehe auf jeden Fall noch genug, um hier ein bisschen rumzulaufen. Und die bekriegen sich gerade. Und dann sind wir uns zu Hause. Bis gleich. Ist das nicht schön, das vertraute Heim. Man hat wieder Licht. Und wir können reingehen direkt mal. Ja, nice. Also haben wir einen Doppelboss gekillt. Haben jetzt die VIP-Karte. Also gibt es auch auf jeden Fall eine zweite. Dann haben wir die auch schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, wann das mit den Dingens war. Mit den Dingens-Bummens. Auf der 6 hatte ich die. So, das können wir mal gerade aufmachen. Wo das Grab war, da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Das ist so das nächste Ziel, was ich vor Augen habe. Tatsächlich. Okay, das ist voll. Oder das war wegen der Armbanduhr. Nee, das ist voll. Okay. So, das sieht man gerade aus. Und dann schlafen wir mal gerade. Und nochmal schnell speichern. Tag 34 haben wir inzwischen. Und Kelvin hat heute Nacht da geschwommen irgendwo im Wasser. Ist eigentlich, okay, sie ist da hinten irgendwo. Wieso ist das eigentlich noch markiert? Ach so, ja klar, das war, natürlich, das war in die Richtung. Dann gehen wir gerade zum Helikopter. Dann schauen wir mal gerade, ob wir da... Komische Geräusche. Das war aber wahrscheinlich durch Kelvin. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was zu frühstücken finden und oder, Nachschub. Ich heb den mal zusammen. Warte, das geht gar nicht. Ja, warte mal. Da haben wir Batterien. Da kann ich direkt hier... Genau. Und die wieder aufnehmen. Ah, das ist für den 3D-Druck auch gar nicht verkehrt. Das... Ist okay. Nice. Ich bin gerade dabei, echt am Überlegen hier, ne? Das Kleidungsstück, das war doch beim ersten Mal nicht da. Nicht da, oder? Ich bin da der festen Überzeugung. So. Ja, komm. Wisst ihr was? Wir machen das in der nächsten Folge, dass wir da rüber gehen. Wir gucken mal gerade hier noch. Gerade mal wegen der Stütze. Also erstmal haben wir gesagt, hier, ne? Bräuchten wir eventuell eine. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Deswegen geht das noch nicht. Nee, das geht gerade gar nicht. Sehr strange. Strange ist das. Strange. Das geht. Ganz easy geht das. Ganz easy. So. Da ist irgendwas aus dem Wasser gekommen, glaube ich. Oder es bleibt noch im Wasser. Und zwar Kelvin. Ja, hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Aber wie gesagt, manchmal ist das Bausystem halt auch einfach nur irgendwie ganz, ganz komisch. So. Ich meine, hier kann ich mir bei dem das vorstellen, wenn wir das jetzt so haben, dass es dann geht. Nee. Nee. Ja, es muss eigentlich gehen. Das wäre komisch, wenn nicht. Ansonsten haben wir hier den da noch. Der und der. Da machen wir einfach jetzt auch nochmal zwei Querbalken rein. Dann müssten die gehen. Denke ich. Ja, warte mal. Ah, okay. Hat er direkt genommen. Perfekt. So. So, so, so. Ah, jo. Einmal bitte. Und dann da drüben. Genau. Okay, das ist echt komisch. Das geht jetzt. Wie machen wir das denn hier überhaupt? Machen wir so einen kleinen Raum und... Nee, ich würde da glaube ich was hinmachen.
Die Treppe hatten wir überlegt zu verschieben, ne? Ich glaube, das macht auch Sinn. Muss man mal echt gucken. Ich mach die Fackel mal gerade nach außen. Genau. Ich leg hier mal kurz hier hin, so lagermäßig. Okay. Ja, hier brauchen wir dann natürlich... Ah, Mann, was ist jetzt los? Hier brauchen wir natürlich auch die Schrägen wieder. Und ich trinke mal gerade einen Schluck, Moment. So. Genau, hier brauchen wir wieder die Schrägen, damit das geht. Und die Treppe finde ich von der Position eigentlich ziemlich nice. Ich würde die, glaube ich... ja, ich weiß nicht. Vielleicht lassen wir sie auch so. Ich meine, ist ja okay irgendwo. Dann könnten wir die hier eins rüber machen auf die Seite. Dann kommen wir hier hoch. Ich glaube, das machen wir so. Ich glaube, das machen wir so. Und dann können wir nämlich... Ja, das sehe ich gerade sehr, sehr viele Vorteile. Wir machen das gerade einfach mal. Beziehungsweise probieren das gerade einfach mal. So. Nee, mach mal nicht. Genau. So, jetzt muss ich den hier aber auch wegmachen. Das ist halt jetzt wieder so ein Umbau, aber... Wir wissen ja, wofür wir es tun, nicht? Ah, wir haben wieder Babybesuch. Glaube ich zumindest. Hört sich sehr stark danach an. Da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Machen wir gerade hier. Ach, shit. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Hier könnte es erstmal gehen. Hallo, sag mal, hier ist Privatgrundstück. Boah, leck mir hier doch am Zykel. Wie kommen die überhaupt hier rein so? Hallo. Ist keine Bank für euch. Und der sitzt da auch so bekloppt. Mittlerweile sind wir hier ganz schön bescheiden. Was war das denn? Hallo, lass dich doch mal schlagen, wenn ich dich schlagen will. Ich kann auch mal die Armbrust an dir ausprobieren. Ich meine, da hängt er ja gerade. Ey! Aber so geht's schneller. Hallo, jetzt... Mann. Oh, ey, immer rennen die weg, wenn man die töten will. Warum tun die sowas? Das ist nicht so cool. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also hier, das wollte ich mal... Nein. Hä? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum das nicht weggeht? Ach, das geht mir doch wieder auf die Nerven jetzt. Kannst du die Hälfte wieder nicht machen? Ach, Mann, die müssen da echt noch ein bisschen was dran fixen. Ja, wir machen das jetzt. Wir wollen die Treppe hier rübersetzen und ich probiere mal gerade was aus. Ansonsten laden wir einfach kurz. Moment. Ja, okay. Das war ganz komisch. Also, das ist... Ich lade mal gerade. So, ja, wie gesagt, das ist manchmal echt richtig, richtig komisch. Aber, dann machen wir mal Folgendes. Das kann ich hier nämlich nicht wegmachen. Das kann ich nicht wegmachen. Obwohl das nur ein Boden ist.
Komisch. Sonst haben wir gerade noch keinen Besuch. Ich dachte gerade schon, die kommen wieder. Ja, müssen wir mal gucken. Also, die Treppe haben wir gesagt, die wollen wir hier lassen, ne? Die andere wollten wir rüberziehen, damit wir das gleich haben. Das werden wir auf jeden Fall auch machen, weil wir hier nämlich, das ist nämlich, warum das auch dafür spricht, hier fehlt ja auch so eine Bodenplatte. Die lassen wir auch weiterhin fehlend. Und wenn die Treppe dahin ist, dann können wir auch die ganzen anderen Platten eigentlich theoretisch sogar wegnehmen. Aber ja, das ist gerade echt... weiß ich nicht. Schwierig. Muss ich mal in Ruhe gucken. Vielleicht mache ich das irgendwann mal zwischen den Cuts. Ja. Ist halt nicht so nice. Ansonsten brauchen wir wieder ein bisschen Holz, um hier wieder ein bisschen weiter zu bauen. Ganz klar. Ja, komm, ich nehme das erstmal nochmal wieder weg. Und ansonsten rennt der gerade weg. Aber du kannst mal gerade... Genau. Wir sagen mal ein bisschen was zu essen. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder einen kleinen Cut, weil wir nämlich schon wieder am Ende einer Folge sind. Wir haben jetzt relativ früh. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, weiß ich nicht, machen wir vielleicht schon wieder eine neue Tour, suchen nochmal nach dem Grab. Das war nämlich ja dann da oben. Ganz klar, da ist ja der Peilsender, ne? Das habe ich vergessen. Aber dafür haben wir jetzt eine geile Armbrust am Start. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.